In den letzten Jahren stand der Nordwesten von London immer wieder in den Schlagzeilen. Denn die drei angesagtesten Künstler der Stadt kommen derzeit aus dieser Region: Digger D, St. Lucie und Fredo. Doch nicht nur die Musik sorgte für Aufmerksamkeit. Einer der Gründe für das große Interesse an dieser Gegend sind die Dinge, die auf der Straße passieren. Denn in den letzten Jahren war Nordwest-London regelrecht ein Kriegsgebiet. Seit über 20 Jahren herrscht dort ein blutiger Krieg zwischen der HRB und der SSK-Gang, weswegen sogar Rap-Größen wie beispielsweise C-Biz mit Mordanklagen hinter Gitter saßen. Doch um alles richtig zu verstehen, müssen wir wie immer am Anfang beginnen. Für dieses Video reisen wir zurück in die 2000er Jahre, als Nordwest-London einer der tödlichsten Gangkriege zwischen zwei benachbarten Gebieten namens Stonebridge und Church Road herrschte. Durch den Krieg mussten sich sehr viele Jugendliche in Nordwest-London für eine Seite entscheiden. Und zu dieser Zeit wurde das Verbrechen in Stonebridge so schlimm, dass die britische Regierung Bewohner des Stonebridge Estates evakuieren ließ, um die Wohnung abzureißen und die Gegend mit neuen, moderneren Häusern und Wohnungen wieder aufzubauen. Aber viele Bewohner der Stonebridge Estate wollten nicht allzu weit von zu Hause wegziehen und zogen in ein Anwesen namens South Kilburn. Deswegen entstand nach kurzer Zeit ein Bündnis zwischen South Kilburn und Stonebridge namens SSK. Und da sie immer größer wurden, schloss wiederum die Church Road neue Bündnisse mit anderen Bezirken, darunter auch das Mozart Estate, das weniger als 3 Minuten von South Kilburn entfernt war, und nannte dieses Bündnis HRB. South Kilburn und die Mozart Estates waren früher noch gut miteinander befreundet, da beide Gebiete, wie bereits erwähnt, nur wenige Minuten voneinander entfernt waren. Viele Kinder aus Mozart und South Kilburn gingen zusammen zur Schule, spielten miteinander und als sie älter wurden, verdienten sie sogar auf den Straßen zusammen Geld. Und genau das war der ausschlaggebende Grund für ihre Probleme. Anfang der 2000er Jahre war Northwest London ein sehr beliebter Ort für Crack-Konsumenten. Und einer der Crack-Umschlagplätze waren die Mozart Estates, die damals sogar Crack City genannt wurden. Genauso wie die Mozart Estates war auch South Kilburn ein bekannter Ort für den Drogenhandel. Und da beide Gebiete so nah beieinander lagen und beide sehr stark im Drogengeschäft tätig waren, begannen durch Geldprobleme und Eifersucht die ersten Streitereien zwischen den beiden Gebieten, die mit der Zeit immer ernster wurden. So wurde der Nordwesten von London bis Anfang der 2010er Jahre zu einem der gefährlichsten Orte der Stadt. Denn durch den ganzen Streit gab es immer häufiger Schießereien in den Nachbarschaften. Und immer mehr Bezirke verbündeten sich mit den befeindeten Gangs, sodass sie irgendwann anfingen, Farben zu tragen, um sich gegenseitig zu erkennen. Kilburn und ihre verbündeten Bezirke, wie beispielsweise Stonebridge, fingen an, die Farben blau wie die Crips zu tragen, sodass die gegnerische Gang aus den Mozart Estates und ihre verbündeten Bezirke die Farbe rot wie die Bloods als Erkennungsmerkmal nutzten. Und die Farben wurden zu einem sehr großen Problem in der Gegend. Menschen wurden angegriffen, nur weil sie am falschen Ort die falschen Farben trugen, sodass sich immer mehr Jugendliche den Gangs anschlossen, um zumindest ein wenig Schutz zu bekommen. Sogar der Fußballspieler Raheem Sterling, der in seiner Jugend in Nordwest London lebte, erzählte mal, wie er unter den Gangs gelitten hat. Denn in dem Bezirk, in dem er lebte, herrschte die HRB-Gang, sodass alle Jugendliche aus dem Bezirk rote Kleidung trugen. Aber Sterling spielte für ein Jugendteam Fußball, dessen Trikots blau waren, sodass er sogar im Sommer ein Pullover überziehen musste, sobald er vom Training zurück nach Hause ging. Zur gleichen Zeit wurde auch die Rap-Szene im Nordwesten der Stadt immer größer. Also war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich die Gangs auch in den Songs bekriegten. Ein Rapper aus Stonebridge, das Gebiet der SSK-Gang, namens K. Cole, wurde zu einem der gehyptesten Rapper der Stadt, sodass immer mehr SSK-Mitglieder, wie beispielsweise Cowboy oder Justo, anfingen zu rappen. Cowboy und Justo veröffentlichten im Jahre 2011 ihre ersten Songs, wie beispielsweise den Song It Ain't a Secret, der das erste Mal ein wenig viral ging. Doch kurz nach dem Release veröffentlichte Belly von der gegnerischen HRB-Gang ein Remix zu dem Song mit demselben Beat und demselben Flow, der noch mehr Aufmerksamkeit als die originale Version bekam. Und durch diesen Song waren alle Augen auf die HRB-Gang gerichtet, sodass ein Mitglied einen Song namens Messiah veröffentlichen konnte, der zu einem der erfolgreichsten Songs des Jahres wurde. Eigentlich hätten sich die Gangs ab da an nur noch auf die Musik konzentrieren müssen. Aber hinter den Kulissen wurde der Krieg zwischen den Gangs immer schlimmer. Mitte September 2011 gab es da mehrere Berichte über Auseinandersetzungen in den Mozart Estates und in South Kilburn. In Kilburn wurde ein SSK-Mitglied von der HRB-Gang verfolgt, weswegen das SSK-Mitglied am nächsten Tag mit 3 Mitgliedern seiner Gang auf Fahrrädern zu den Mozart Estates fuhren. Als sie dort ankamen, sahen sie eine Menschenmenge, die sich vor den Mozart Estates versammelt hatte.
Einer der SSK-Mitglieder stieg von seinem Fahrrad, ging mit einer Schrotflinte auf die Menschenmenge zu und feuerte einen Schuss auf die Menge. Doch dieser Schuss traf kein Mitglied einer Gang, sondern ein 18-jähriges Mädchen, die gerade ihr 11 Monate altes Baby trug. Gott sei Dank haben beide überlebt. Doch ab da an hat die Polizei sehr hart durchgegriffen. Deswegen wurden sehr viele Köpfe der Gangs verhaftet und es wurde langsam wieder ruhiger zwischen den Gangs. Bis im Jahre 2015 der Trap-Hype in London begann. Ein Rapper aus Kilburn namens Carboy, jetzt bekannt als Seabiz, startete ab da an durch und veröffentlichte einen Song namens The Game's Mine, wodurch er wieder die Aufmerksamkeit auf die SSK-Gang ziehen konnte, sodass jüngere Mitglieder aus Kilburn, wie beispielsweise MLO, in kurzer Zeit sehr bekannt wurden. Auf der gegnerischen Seite hatte ein Mitglied von HRB im Jahre 2016 einen der größten Songs in der Geschichte des britischen Raps veröffentlicht. Denn der HRB-Rapper Fredo releasete seinen ersten Song namens They Ain't 100, der von Anfang an erfolgreich war. Doch leider wurde Fredo kurz darauf verhaftet und für mehrere Monate ins Gefängnis gesteckt. Als er wieder freigelassen wurde, waren alle Augen auf ihn gerichtet und er veröffentlichte Hits über Hits. Das gleiche galt für Seabiz, der immer beliebter wurde, bis sein Hype durch eine Aktion für kurze Zeit gestoppt wurde. Am 9. März 2016 kursierte das Gerücht im Internet, dass Seabiz von HRB-Mitgliedern abgezogen wurde. Und wenig später wurde ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht, in dem HRB-Mitglieder mit dem Schmuck von Seabiz zu sehen waren. Natürlich ging das Video sofort viral, sodass die SSK-Gang reagieren musste. Nur wenige Stunden nachdem das Video veröffentlicht wurde, fuhren mehrere Personen nach Church Road, um Rache zu üben. Als sie dort ankamen, sahen sie mehrere Jugendliche rumstehen. Also stieg einer der Personen aus dem Wagen und feuerte mit einer automatischen Maschinenpistole in die Menschenmenge. Dann sprang er wieder ins Auto und sie flüchteten vom Tatort. Leider wurde auch dieses Mal wieder ein unschuldiger Passant getroffen, der noch am Tatort verstarb. Aufgrund dieser Tat wurde Seabiz und einige SSK-Mitglieder wenig später verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Doch Seabiz und seine Mitangeklagten wurden tatsächlich wegen mangelnder Beweise wieder freigesprochen. Und als Seabiz dann wieder aus dem Knast entlassen wurde, begann er wieder große Erfolge für sich und seine SSK-Gang zu feiern. Doch diese Erfolge wurden sogar von der HRB-Gang getoppt, denn im Jahre 2017 veröffentlichte Fredo einer seiner größten Hits namens Like That, der Millionen von Aufrufen erreichen konnte und die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf sich lenkte. Der Song hat mittlerweile über 30 Millionen Aufrufe bei YouTube. Aber viele wissen gar nicht, dass nur einen Monat vor dem Release der Streit zwischen der HRB und der SSK-Gang erneut seinen Höhepunkt hatte. Denn am 26. Mai 2017 gegen 21 Uhr fuhren zwei maskierte HRB-Mitglieder nach South Kilburn. Es war ein heißer Tag, also waren sehr viele Menschen unterwegs. Etwa 20 Kinder spielten im Park, viele Menschen genossen das schöne Wetter und alles sah aus wie ein gewöhnlicher Sommertag. Doch dann kamen die beiden HRB-Mitglieder auf Fahrrädern angefahren und begannen auf eine Gruppe von Jugendlichen zu schießen. Die Gruppe zerstreute sich sehr schnell und Gott sei Dank wurde keiner von ihnen verletzt. Doch leider prallte wieder mal eine Kugel von einer Wand ab und traf eine 20-jährige Frau in den Rücken. Leider verstarb die Frau aufgrund dieser Tat und das vor ihren spielenden Kindern. Unglaublich. Ein paar HRB-Mitglieder wurden für diesen Mord verhaftet und zwei Jungs wurden sogar angeklagt. Doch letztendlich wurde auch dieser Fall aufgrund mangelnder Beweise wieder feingelassen. Da so viele Morde wieder feingelassen wurden, fingen die Gangs an, sich immer heftiger zu bewaffnen, sodass die Streitereien immer blutiger endeten. Am 15. Juli 2020 wurde ein Teenager, der mit der HRB-Gang in Verbindung stand, am frühen Morgen auf offener Straße erstochen. Und da der Täter nicht gefasst wurde, wollten sich einige HRB-Mitglieder rächen. Insbesondere ein guter Freund des erstochenen Teenagers. Sein Spitzname war Billy the Kid. Und Billy fuhr einen Tag nach dem Mord mit ein paar HRB-Mitglieder in ein befeindetes Viertel, um sich zu rächen. Überwachungskamera filmten, wie Billy und seine Freunde mit einem geklauten Auto zu den Stonebridge-Anwesen fuhren. Als sie dort ankamen, schossen sie auf eine Gruppe Teenager, doch die Gruppe war ebenfalls bewaffnet und schoss zurück. Dabei wurde Billy in den Rücken und einer von Billys Freunden am Bein getroffen. Aufgrund dieser Tat verlor auch Billy unnötig sein Leben. Sein Mörder wurde nie geschnappt und als Krönung bekamen die drei Freunde von Billy eine lebenslange Haftstrafe, weil sie als erstes auf die Gruppe geschossen hatten. Einen Monat nach dem Mord an Billy verlor leider wieder jemand sein Leben. Am 12. August 2022 stand der HRB-Rapper namens Gucci vor seiner Haustür, während ein gestohlener Jaguar seinen Wohnblock umkreiste.
Doch bevor Gucci es bemerken konnte, sprangen die Insassen des Jaguars aus dem Auto und schossen mehrere Male auf ihn. Eine Kugel traf seine Brust und Gucci verstarb noch vor Ort. Und so geht es bis heute weiter. Erst vor kurzem gab es wieder mal zwei aufeinanderfolgende Todesfälle, die die Londoner Szene erschüttert haben. Darunter auch ein Junge namens Wu. Er stand am frühen Morgen des 19. Juli 2022 vor einem Wohnblock in West London, als zufällig ein gegnerisches Gangmitglied vorbeifuhr und anfing, Schüsse abzugeben. Einer dieser Schüsse traf Wu ins Herz, sodass er noch im Krankenhaus verstarb. Und nur einen Monat später wurde in einer ähnlichen Situation ein Rapper aus der SSK-Gang namens M-Lo um 2 Uhr morgens erschossen. M-Lo war eine UK-Rap-Legende und ein Pionier der Trap-Musik in London. Es ist ehrlich traurig zu sehen, wie dieser Konflikt letztendlich auch sein Leben forderte. Hoffentlich wird sich die ganze Situation in Nordwest-London etwas beruhigen, aber mit den ständigen neuen Vorfällen wird dies immer unwahrscheinlicher. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Einblick in meine neue Single Unterwegs Part 2. Ich bin unterwegs, seh wie die Sonne untergeht. Keine Wolken, bunter Regen, keine Zeit, egal wie spät. Ich bin unterwegs. Ab Freitag ist der Song überall streambar. Vielen Dank für euren Support, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Got it.